Wird mir das Energiegeld gekürzt, weil ich nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Energiepreispauschale ist ein sehr brisantes Thema. Auf Rentenbescheid24.de kommen jeden Tag ganz viele Anfragen zu diesem Thema rein. Wir können leider nicht alle Anfragen beantworten, deshalb meine Bitte an Sie, schauen Sie bitte in unser FAQ auf rentenbescheid24.de zum Thema Energiepreispauschale. Da haben wir einige Fragen zu diesem Thema beantwortet. Und jetzt ist wieder eine ganz interessante Anfrage reingekommen. Ich beziehe eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Werde ich deshalb auch nur das halbe, also wird mir deshalb das Energiegeld um die Hälfte gekürzt, also von 300 Euro auf 150 Euro. Nein, es ist völliger Blödsinn, wenn sowas im Internet verbreitet wird oder äh, Ihnen da möglicherweise eine, eine falsche Information gegeben wird. Das ist nicht der Fall. Das heißt also, wenn Sie eine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen oder eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung beziehen und diese Renten wegen Anrechnung hinzuverdienst zum Beispiel bei der vollen EM-Rente nur als Teilrente ausgezahlt wird oder die teilweise Erwerbsminderungsrente ja nur als Teil, als 50% Rente der Vollrente ausgezahlt wird, wird Ihnen nicht die Energiepreispauschale gekürzt. Also es das heißt sozusagen nach dem Motto, beziehe ich nur eine halbe Rente, kriege ich auch nur halbes Energiegeld. Nein, das ist nicht der Fall. In dem sogenannten, in dem, Gesetzes, in dem Gesetz für die Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsbezieher steht eindeutig drinne, dass die Energiepreispauschale auch dann auszuzahlen ist, und zwar in voller Höhe, wenn eine Rentenleistung nur teilweise gezahlt wird. Das betrifft also den Fall einer Altersrente, die wegen Einkommensanrechnung nur als Teilrente gezahlt wird oder meinetwegen auch eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Daher müssen Sie sich keine Sorgen machen, Ihre Energiepreispauschale wird, wenn Sie am 1.12.2022. Anspruch auf eine entsprechende gesetzliche Rente haben, in voller Höhe, in Höhe von 300 Euro ausgezahlt. Weitere Voraussetzung ist natürlich, dass Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und hier der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.